Spellforce 2, Demons of the Past, geht weiter. Wir haben das erste Mal Leute überzeugt, dass wir gegen einen einzigen Feind ankämpfen. Nur ist die Frage, kriegen wir den alleine mit unseren Leuten getötet oder müssen wir nochmal zu den Leuten zurück und Armeen anfragen? Weil das ist halt so die Frage, denn da sind einfach keine. Und deswegen testen wir jetzt aus, ob wir den alleine besiegen können. Wenn nicht, dann müssen wir Armeen anfragen. Was ich hoffe, dass das funktioniert überhaupt. Ne? Das ist halt eben auch noch das Ding. Ja. Hol noch. Ich bin sehr enttäuscht, Shai Khan. Verlasst dieses Lager, bevor ich gezwungen bin, euch zu töten. Das geht definitiv ohne Armee. Achso. Also, es hat geklappt. Wir haben den einen Archon gekillt. Ich glaube, ich habe ein Rumpeln gehört. Es klang wie die Tore der Geheimgänge. Die Dämonen haben das östliche Tor geschlossen. Ja, gut, es macht auch. Würde jetzt auch nicht unbedingt Sinn machen, dass das Tor hier noch offen bleibt, weil der Archon ja tot ist. Oder? Ich gehe mal davon aus, das östliche ist das hier, ne? Ja. Hier ist östlich. Ja. Also, würde auch keinen Sinn machen, das noch offen zu halten. Würde ich mal sagen. Ja. Aber was ist jetzt die Aufgabe? In Orkane suchen sie ja der Forscher. Was ist denn jetzt die Aufgabe? Weil das Problem ist ja jetzt haben wir gar nichts mehr. Wie kommen wir jetzt in die Bibliothek rein? Ich gehe nochmal unten zu dem Einheini hin. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache erstmal. Ich glaube hier, ne? Ja, genau. Da gehe ich erstmal hin. Ja, gut. Und dann frage ich mal, wie er das nochmal mit dem Bündnis ansieht oder was er da nochmal gerne hätte jetzt in dem Moment. Und dann können wir mal gucken, ob wir da nicht, weil im Endeffekt einer muss noch übrig bleiben. Wenn wir jetzt doch uns verbünden gegen jemanden, also wenn wir jetzt zum Beispiel, das Problem ist halt Drakon und sie zusammen macht keinen Sinn. Also sie ist ja auch so gegen die Sinistren, ne? Also das heißt also theoretisch könnte man den Weg gehen. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, okay, vielleicht ist die Sinistrum ja auch gegen die der eine Archon da oben. Dann könnte man die Sinistrum nochmal benutzen und dann nochmal eine Combination machen zwischen den Archon und den Sinistrum. Und dann am Ende Sinistrum gegen Drakon und die Sinistrum ist ja kriegerisch ja komplett im Arsch. Also wird das dann klappen? Also eventuell ist das dann doch eine ganz gute Sache. Also wir gucken mal. Shai Khan. So, was werdet ihr jetzt tun? Was werdet ihr jetzt tun? Ich werde Truppen gegen diese dämliche Sinistrum schicken. Wenn wir eine Allianz eingingen, könnten wir deutlich schlagkräftiger sein. Nein, Shai Khan. Eine Allianz kommt für uns nicht in Frage. Aber es gibt eine Sache, die ihr tun könntet. Ich höre. Die Archon hassen die Sinistrim fast so sehr wie wir.
Vielleicht könnt ihr ihre Anführer davon überzeugen, dass sie uns helfen, diese Narren hinwegzufegen, bevor sie uns alle vernichten. Eine diplomatische Mission mal wieder. Ich liebe die. Ich sollte euch allerdings warnen. Es gibt eine Sache, die die Archon noch mehr hassen als die Sinistrim. Und das wäre? Die Drakon. Okay. Ah, da haben wir jetzt auch noch einen Hebel, ne? Für unsere... Ah, ja, genau, die Tore sind zu. Wir könnten... Wir könnten... das so machen, dass wir... ja, die Sinistrim vernichten. Er will die Sinistrim vernichten, aber die Archon hassen die Drakon noch mehr als die Sinistrim. Das heißt, wir verbünden uns mit den Sinistrim, besiegen den Archon und dann besiegen wir den Sinistrim. Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge. Das ist die Combination, die wir angeben müssen. Okay, das heißt also, wir werden nochmal mit der Sinistrim reden und dann nochmal versuchen, gegen die Archon, gegen den Archon zu kämpfen. Das werden wir, glaube ich, machen. Folgendes. Ich glaube, ich teleportiere mich dahin alleine. Mach dann dieses Bündnis und dann teleportiere ich mich zu meinen anderen Leuten und dann gehen wir gemeinsam zu dem Archon, der Archonen da oben hin. Weil dann alleine da durchzulaufen, dann die Dämonen, das ist ein bisschen kacke. Wobei ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das Tor jetzt zu öffnen, wobei das macht für sie Sinn, aber ich weiß nicht, ob der schnellere Weg nicht irgendwie hier oben lang wäre. Ob wir das Tor überhaupt öffnen müssen. Also ich würde sagen, wir könnten jetzt aber auch die Sinistrim anreden und versuchen, sich mit den mit dem Drakon zu verbinden. Wir könnten auch diesen Weg gehen. Und am Ende ist es sowieso ein 1 gegen 1, ne? Das ist so ganz komisch. Ich hoffe mal, dass das wirklich der richtige Weg ist. Also wie wir den jetzt gerade angehen. Also, ne? Ups, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich auch nicht hin, warte. Ach, scheiße. Okay, ich habe an der Sinistrim irgendwie den Teleporter nicht. Ja, den Teleporter habe ich bei der Sinistrim nicht. Ja gut, dann müssen wir da allesamt hin. Weil ich da leider mich nicht hin teleportieren kann. Gut, ja. Los, los! Oh, da sind irgendwelche Gegner, oder? Natürlich! Dämonis! Ich hasse es. Es ist einfach so doof mit den Dämonen. Es ist so doof. Wobei es mittlerweile... Mittlerweile ist es einfach nur noch so... Ja, weiß ich nicht. Gut. Wir sind ja auch irgendwie weniger geworden. Also die Flieger sind zumindest... Ja, gut. Flieger sind irgendwie hier auch nicht mal so stark vertreten. Gut. Wir sind echt weniger geworden, ne? Ich meine, hier laufen nicht mehr so viele. Es sind ja auch immer so viele rumgelaufen, ne? Und dann haben wir natürlich noch die Viecher hier. Die nerven auch total. Ja. Ja, So, mal gucken, ob die jetzt Bock hat, ein Bündnis einzugehen. Da laufen die rum, die Dämonen. Die Viecher. Gucken wir mal, wir aktivieren jetzt mal den hier, damit wir das drum teleportieren hier ein bisschen einfacher haben. So. Ja. Dann wollen wir mal gucken, ob wir überzeugen können. Shaikan. Archon Dormat ist tot. Großartige Neuigkeiten, Shaikan. Nor ist mit uns. Natürlich, Sinistra. Besonders mit euch. Welchen der anderen Führer soll ich Nor als Dankopfer schicken?
Wie wäre es, wenn wir die Drakon sind als Soldaten eine ständige Bedrohung, ja? Ich schätze, Archon Liriel eignet sich besonders als Dankopfer. Ja, dieses ehrgeizige Miststück wird ein großartiges Dankopfer sein. Sie wird die Ehre, die ich ihr erweise, leider gar nicht zu würdigen wissen. Ich brauche eure Hilfe, Shaikan, um uns und unsere Position in diesem Kampf zu stärken. Was soll ich tun? Ich weiß, dass dort draußen Dämonen lauern und unser Schmied ist in der Lage, starke Rüstungen und Waffen aus ihren Knochen herzustellen. Wenn ihr uns fürs erste 20 solcher Knochen bringen könntet, würden wir dadurch erheblich stärker werden. Ist die schon angreifbar? Nee, ist noch nicht. Ich muss jetzt Knochen sammeln. Ah, scheiße, Überzeugungsarbeit. Ich muss jetzt, okay. Knochen von Dämonen. Ah, jetzt sind die Dämonen. Ich muss also erstmal Überzeugungsarbeit machen. Überzeugt Drakon. Die sind es drin zu unterstützen, ja. Okay, ich überzeuge ihn noch mal kurz. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Nee. Ich bin hart verwirrt wegen den Teleportern. Wir alle ausprobieren, irgendwann. Das ist schon richtig so. Dann überzeugen wir ihn noch mal kurz und dann machen wir das mit den Knochen. Ja, gut, ja, ja, gut, Das sollte eigentlich gut. gehen dann. Shaikan. Ich hätte da eine Idee. Ich bin ganz Ohr. Was würdet ihr dazu sagen, wenn ich euch erzähle, dass zwei Archon-Lager gegeneinander kämpften? Es würde ihrer Natur entsprechen, Shaikan. Als kluger Stratege wisst ihr diese Situation sicherlich auszunutzen. Wahre Worte, Shaikan. Warum also weiter die Sinistrim angreifen? Vernichtet die Archon, bevor sie sich wieder gegen euch verbünden. Beginnt mit Archon Liriels Lager im Nordwesten. Sie ist das leichtere Ziel. Ihr sprecht wie ein echter Stratege. Schicken wir also einige Archon zum Seelenfluss. Für Nor! Zack. So, jetzt müsste sie angreifbar sein. Perfekt. Warum kann ich jetzt hier nichts skillen? In Fernkampf? Wollt ihr mich verarschen? Was brauche ich dafür? 16 Punkte vergeben. Okay, ich muss einmal hier rein. Oder ich hätte da ein Skill müssen. Facekill. Egal. So wichtig ist es jetzt auch wieder noch nicht. Weil wir bekommen ja irgendwie auch keine Fernkampfwaffen oder auch Nahkampfwaffen oder irgendwas anderes. Also wir bekommen ja irgendwie gar nichts. Ja, wir besiegen jetzt mal ein paar Dämonen, würde ich sagen, bevor wir das Ganze machen, damit das noch ein bisschen, damit es noch ein bisschen stärker wird. Und ja, wobei, eigentlich brauchen wir das nicht, aber Quest bringt uns Erfahrungspunkte, ne? Wir haben gerade wieder ein Level-Up gemacht, also ja, warum eigentlich nicht, ne? Also. Ja, warum eigentlich nicht? Ja. Welches Level sind wir überhaupt? Wir sind Level 15, ja. Ich glaube, so ein paar Erfahrungspunkte gönnen wir uns nochmal. Es sind halt keine Dämonen hier, ne? Ja, gut. Ja. Ja, gut. Fuck off, ey. Folge mal.
Ja. Natürlich noch die Frage, was passiert, wenn wir das dann geschafft haben? Dann könnten. Wahrscheinlich hilft uns dann der Drakon, irgendwie in die Bibliothek zu kommen oder so. Oh, ach, die zehn als Dämonen. Okay, alles klar. Das ist schon mal nicht so schlecht. Wir haben jetzt einen Knochen und wir brauchen 20. Wir könnten eigentlich mal Richtung Tor da unten gehen, ne? Abmarsch. Holt sie euch. Da kommen noch mal welche. Wir grinden jetzt Knochen, Leute. Wobei eigentlich brauchen wir das nicht, weil ich meine, ich greife ja sowieso nicht an. Ah, come on, wir gehen jetzt aber zu oben zu der Archon da oder hin und machen sie tot. Spawnen aber schon hart nach, ne? Irgendwie bringt jeder Knochen, ne? Also selbst diese komischen Geisterviecher bringen Knochen. Der greift an. Hab ich das gerade gesehen? Guck mal, der greift an. Skandalös. Achso. Oh, jetzt kommen die Viecher wieder. Ich raste aus. Wir sind hier einfach in so einen Loop gefangen hier. Ja, wir sind hier in einer Loop gefangen. Das ist nicht gut. Da müssen wir sehen, wie wir rauskommen. Weil die spawnen hier, Alter, die kommen schon wieder da hinten. Ich raste aus, ich hab keinen Bock mehr darauf, ey. Ja. Nee, ich hab keinen Bock mehr darauf. Wie scheiß auf die Knochen erstmal. Ja. Ich hab keinen Bock darauf, da die ganze Zeit im Loop gefangen zu sein. Ja, gut. So, jetzt kämpfen wir nochmal die Dämonen. Da habe ich sowas, das bringt einfach nichts. Hallo? Warum habe ich meinen Fokus verloren gerade? Wir kämpfen die ganze Zeit da irgendwie gegen Gegner und das bringt einfach gar nichts. Weil wir nicht aufhören. Und wenn wir nicht aufhören zu kämpfen, dann können wir nicht looten. Thank you.
Los! Dorthin! Ja. Nö! Yeah. Vorwärts! Abmarsch! Wie dort! Ultra nervig, ultra nervig. Das scheiße ich jetzt immer drauf. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Wollen die doch wieder mitkommen. Ja, kommt doch mit. Oh, hier haben wir noch Todesröder. Oh, wir können die Akademie kaputt machen. Die Shit fallen die schnell und das sind aber nur Stufe 3. What the fuck? Okay. Ja, ich glaube, wir brauchen die Knochen einfach mal gar nicht. Safe. Dann, Macht euch bereit. Ich denke mal, dass ihr nichts verloren, Shai Khan. Ihr werdet sterben, solltet ihr hier hereinkommen. Ja. Der Magier greift auch an, das finde ich toll. Aber hier ist gerade. Doch, er greift an. Der hat nicht so ein Laser, sondern der hat so ein. Ja, so ein. Ja, weiß ich nicht. Aber er hat irgendwie einen Angriff, also. Der Weg für die Sinistrim steht jetzt offen. Die Dämonen haben das nördliche Tor geschlossen. Die Dämonen haben das östliche Tor geschlossen. Oh, die Questknochen haben wir abgeschlossen. The fuck? Können wir dafür erfahren? Dafür, dass wir sie gar nicht gemacht haben? Okay, Ja. Ja. Okay. Das ist doch ganz schön. Das heißt, jetzt können wir theoretisch ihn hier überzeugen, dass sie anzugreifen. Aber wir wollen ja, dass sie stirbt. Wir wollen ja nicht, dass er stirbt. Wir wollen ja, dass, ne? So rote Dinge drum um die rum. Was strange. Ja, wir wollen also, dass die Sinistrim stirbt, damit wir, ne, bin die Drakon und so weiter und so fort und hast dich gesehen, das wollen wir machen. Deswegen würde ich sagen, speichern wir hier und in der nächsten Folge gehen wir dann das an. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.